Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr ja wisst, habe ich ja in der letzten Zeit relativ wenig gepostet. Das letzte Mal war schon wieder vor über 2 Wochen jetzt. Und dafür werden jetzt in nächster Zeit wieder etwas aktiver Videos kommen, hoffentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir läuft, ob ich jetzt wieder mehr Zeit finden werde. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen Zeit. Deswegen haben wir heute auch wieder was zum Probieren. Und zwar diesen Müller Milchreis Typ Schoko. Und so noch so ein Steak drauf, weil der günstiger war, weil der jetzt halt morgen abläuft. Aber ich würde sagen, den machen wir jetzt auch erstmal ab. Das ist nicht so gut geklappt, es ist da ein Loch drin. Das kriegt man gar nicht mehr ab. Hier ist nur so ein Zipfel abgerissen. Egal, da machen wir jetzt einfach direkt komplett auf. So, jetzt haben wir hier noch diese Reste, ist sowieso runtergetropft. So sieht es jetzt gerade von innen aus. Wahrscheinlich ist die Schublade irgendwie unten drunter, man muss das wieder umrühren. Also ich muss schon mal ehrlich gestehen jetzt vorab, ich bin nicht so der Milchreis-Fan tatsächlich. Sonst wurde es schon mal für zu Hause selber gemacht, aber ich war jetzt noch nie so wirklich so, dass ich jetzt dachte, der ist richtig lecker. Aber wir wollen das jetzt hier ganz mal probieren. Ich kratze hier gerade nochmal alles von dem Deckel ab, weil wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Und dann rühre ich das ganze Ding jetzt mal um, damit es nicht mehr so weiß ist. Das sieht jetzt ganz auch schon viel schokoladiger aus. Und wie sagen, probiere ich jetzt auch mal direkt hier so ein Stückchen. Ja, schmeckt eigentlich eher so wie so eine klumpige Müllermilchmasse. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir so richtig gefällt, aber so extrem schlecht ist es jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich würde mir nicht so nochmal holen jetzt, vielleicht wenn er im Angebot ist, aber weiß nicht. Naja, irgendwie überzeugt er mich nicht so ganz. Und ich würde sagen, was auf einer Skala von 1 bis 10 wäre der so eine 3 oder 4. Aber wie gesagt, ich bin natürlich nicht der Milchreis-Fan. Aber schmeckt doch gar nicht so schokoladig. Das ist diesen leichten Schokoladengeschmack. Wenn man so im Mund hat oder so Nachgeschmack, ist gar nicht mehr so schokoladig. Aber naja, vielleicht für jemanden, der Milchreis von sich mag, vielleicht für den ist es ja sogar was. Aber für mich persönlich ist er jetzt nicht so gut. Also ich weiß nicht, wie viel Original kostet, ich glaube 1 Euro oder so. Aber wenn es wirklich 1 Euro kostet, kann man sich den auf jeden Fall vielleicht mal holen, wenn man es mag. Ich mag es jetzt nicht so, aber naja, bin auch nicht so der Milchreis-Fan. Aber ich würde jetzt auch schon wieder sagen, war es das so mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao, peace out rein und bye.